Moin! Ihr Störenfriede des Politikbetriebs da draußen. Hat es überhaupt Sinn? Hat es überhaupt Sinn, sich über die derzeitige politische Regierungskaste, die sich ja für die Brahmanen Deutschlands hält. Hat es überhaupt Sinn, sich darüber noch irgendwie Gedanken oder zu machen, geschweige denn aufzuregen? Nein, hat es nicht. Eindeutig nein. Die Richtlinien der Politik werden seit Jahren bestimmt von Gefahren. Erstens der Kaffeefiltervirus. Zweitens Gretels Klima. Diese beiden Punkte bestimmen die Richtlinien der Politik, bestimmen und setzen in Kraft die Verordnungen, mit denen wir seit Jahren zu leben haben. Und das wird nicht das Letzte sein. Da kommt noch mehr. Ja, es hat aber keinen Sinn, sich darüber aufzuregen oder ja, überhaupt darüber zu reden. Das hat auch keinen Sinn, dagegen zu argumentieren. Das versucht ja zum Beispiel die AfD im Bundestag. Ja, ist verschwendete Liebesmühe. Ja, könnt ihr gleich lassen. Die Sache ist nicht mehr reversibel, die ist nicht mehr zurückzudrehen. Ja, eins auf das erste folgte das zweite und mit Gas und so weiter, mit Energie kommt ja schon, ist ja schon die nächste Gefahr schon wieder da. Ja, gut, die Gefahr ist jetzt nicht eine Gefahr, die man so als für global annehmen kann, sondern das ist eine Gefahr, die ist ja selbst gemacht. Ja, so. Es hat überhaupt keinen Zweck, sich darüber noch irgendwelche Gedanken zu machen. Wir müssen nur sehen, dass wir mit den Konsequenzen, die die Burschen innen uns da aufdrücken, zurechtkommen. Dass wir überleben. Ja, das wird schwer genug. Das wird schwer genug. Es, ja, es ist unglaublich, was abgeht. Ich gucke viel, auch in den alternativen Kanälen. Da wird argumentiert hin und her und her und hin. Was bringt das der einfachen Frau, dem einfachen Mann auf der Straße? Nichts. Gar nichts. Ja? Ich habe heute eben einen Link gesehen, da kam eine Frau, die verdient 1.390 € im Monat. Die soll jetzt auf einmal eine Abschlagszahlung für Gas von 730 Euro bezahlen. Im Monat. 730 € im Monat. Ja? So. Der Frau hilft keine Argumentation mehr. Der Frau hilft eigentlich gar nichts mehr. So weit sind wir schon. Wir sind hinten gegen, wir sind am Anschlag. Ja? Also man muss das mal ein bisschen so in die Richtung drücken, wo es hingehört. Da hilft nichts mehr zu argumentieren. Wir müssen nur noch sehen, dass wir überleben, dass wir nächsten März oder April noch schnaufen. Ja? So, und da könnt ihr jetzt sagen, ja, macht mal nicht den Teufel an die Wand oder sowas, alles Mögliche. Leute, der Teufel ist nicht an der Wand, der Teufel ist in Berlin. Mehr wollte ich gar nicht sagen heute Abend. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Morgen ist ja Sonntag. Vielleicht können wir noch ein bisschen fahren.
mal ein bisschen was organisieren da mit vorbeifahren und so, ne? Hätte ich mal Bock drauf. Weil man muss sich ja ablenken. In diesen Zeiten kannst du nicht, du kannst nicht dauernd über diese blöden, ich sag das jetzt mal, Scheißthemen nachdenken, sondern du musst dich selber aufbauen. Du musst selber versuchen, irgendwas Positives noch zu erleben, bevor der ganz große Hammer kommt. Und der kommt. Ja? So. Ich wünsche euch was. Ciao, macht's gut.